So, grüß Gott miteinander. Mein Name ist Hubert Mürli. Ich bin Landwirt in Großschönach. Großschönach liegt zwischen Pfullendorf und Überlingen am Bodensee. Hier bewirtschaften wir einen Bauernhof nach biologisch-dynamischen Gesichtspunkten. Vor 1988 haben wir umgestellt auf biologisch-dynamische Wirtschaftsweise unter dem Markenzeichen Demeter. Wir haben Kühe, Dinkel und Kartoffeln. Und nebenbei bin ich auch noch Forscher. Und heute haben wir ein ganz besonderes Datum, den 22.02.2022. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, ohne das jetzt bewusst zu wissen, und habe gemerkt, heute ist eine Art Aufbruchsstimmung, nachdem die letzten Tage mit Stürmen geprägt waren und auch gerade gestern eine sehr gedämpfte Stimmung war. Und weil es heute so ein besonderer Tag ist, habe ich mir überlegt, welches Thema wir heute besprechen möchten. Es ist ein Thema, was viele Menschen bewegt. Das Thema Gemeinschaft. Es sind viele Menschen unterwegs in Richtung neue Lebensformen. Sie möchten Gemeinschaften gründen und probieren hier und dort. Es gibt immer wieder Rückschläge und irgendwie will es sich nicht richtig finden lassen. Und da gibt es mehrere Gründe, warum das heute so nicht funktioniert. Da müssen wir einfach zurückgehen. In der Nachkriegszeit ging es hauptsächlich darum, sich um den täglichen Broterwerb zu kümmern. Aufbauen. Es ging ums Funktionieren des Menschen, dass er seinen Alltag bestreiten kann und über die Runden kommt. Dann kamen die Familiengründungen dazu und auch die Familie musste irgendwie über die Runde kommen. Doch heute, wo wir an sich satt sind mit äußeren materiellen Gütern, was man nicht in jedem Fall so behaupten kann, aber im Wesentlichen, und wo jetzt wir in einer insgesamten Menschheitskrise uns befinden, jetzt drängt sich immer stärker herauf, dass der Mensch mit sich selber beschäftigt, mit seinem Seelenleben und eben auch, dass er sich mit Geistigem auseinandersetzt. Denn nur mit materiellem Funktionieren, das reicht nicht mehr. Irgendwo ist jeder in sich unzufrieden. Und deshalb sind auch viele Menschen auf der Suche. Und das ist gut so. Damit nun Gemeinschaft gelingen kann, beziehungsweise warum es nicht gelingt, dafür gibt es mehrere Gründe. Das eine ist, was ich beobachte, dass Menschen unterwegs sind, die jetzt erstmal haben möchten. Sie haben irgendwo zu wenig, sie haben Mangel und versuchen das bei anderen Menschen auszugleichen, dort zu holen. Sie bringen nichts. Sie wollen nehmen, sie möchten zunächst ihr Klein-Klein in Ordnung bringen, so eine Art Selbstversorgertrip und alles andere ist ihnen egal. Und da sind wir an einem wichtigen Thema, nämlich einer Mangelsituation. Es drängt sich immer mehr herauf, die Unzufriedenheit, die in der Seele begründet ist. Und die kommt daher, dass wir jetzt verstärkt mit unserem eigenen Karma uns auseinanderzusetzen haben. Überall, wo wir hinkommen, begegnen uns die Spiegel. Wir werden im Außen gespiegelt und das erkennen wir immer mehr, dass es immer auch mit uns zu tun hat. Also ist jetzt das Allererste, sein eigenes Leben in Ordnung zu bringen. Und wie geht das?
Da brauchen wir ein Element, das sehr, sehr wichtig ist, nämlich das Herz. Mit dem Kopf können wir die Dinge nicht in Ordnung bringen, denn aus dem Kopf heraus sind ja viele Probleme entstanden. Und deshalb haben wir uns, wenn wir tatsächlich etwas ändern möchten und wenn wir Gemeinschaft leben möchten, uns dem Herz zuzuwenden. Das Herz ist unsere Festplatte. Hier ist unser Karma aufgeschrieben. Und deshalb ist es wichtig, dieses Herz genauer zu beleuchten. Es ist ein Organ, es ist keine Pumpe, wie das oft gesagt wird, sondern es hat mehrere Funktionen und eben auch, es ist Träger von Geistigen. Und nun ist wichtig, dass wir hier rankommen, dass wir unser Herz kennenlernen und dann das Herz bewusst in den Prozessen, die anstehen, einbeziehen. Wenn wir nun an uns beginnen zu arbeiten, an unserem Karma, ihr kennt ja sicher das Sprichwort, sei du dir selbst die Veränderung, die du dir wünschst in dieser Welt. Und hier beginnt's. Im Herzen gleichzeitig ist auch verankert die Orientierung in uns, die Wahrheitskraft, die Kraft, die von sich sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben und auch der Weg. Und nirgendwo anders können wir uns jetzt beginnen zu orientieren. Und dann, wenn wir beginnen, an unserem Karma zu arbeiten, unsere Schattenseiten zu bearbeiten, werden wir immer mehr Mensch, wir werden immer mehr Licht und dadurch werden wir auch gemeinschaftsfähig. Und da ist das wichtige Element, dass wir etwas beitragen aus dem, was wir selber sind. Wenn wir aber voll sind mit unseren eigenen Schattenseiten, mit unseren eigenen Lasten, dann können wir nichts mehr geben. Und deshalb gilt es hier aufzuräumen und alles zu beleuchten und ins rechte Licht zu bringen, die Lücken, die durch Kriege und so weiter entstanden sind, das alles in Ordnung zu bringen. Und dann beginnt etwas. Dann beginnen wir, unser Leben auf das Herzensfundament aufzustellen, aufzubauen. Und wir werden Menschen finden, die Gleiches tun. Und dann beginnt eine Synchronizität von innen heraus, auf dem Herzensfundament. Und wenn dann im Außen irgendwelche Widrigkeiten kommen, können wir die recht schnell erkennen und sind auch bereit, die zu bearbeiten. Weil wir sind mit dem Herzen dann auch verbunden mit der Liebe. Und die Liebe ist wichtig, dass wir die erleben und nicht nur darüber reden. Und wenn wir diese erleben und aus dem heraus dann mit anderen Menschen in die Kommunikation kommen, dann entsteht Freude. Und egal, was im Außen passiert, das wird uns immer zusammenhalten. Und das ist ein ganz neuer Weg und ein sehr intensiver Weg. Und es ist zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir genau damit uns jetzt auseinanderzusetzen haben. Dann können sich Gemeinschaften bilden. Und zwar Gemeinschaften, wo es ist ja nicht jede Gemeinschaft für jeden das Richtige, sondern es werden sich diese Gemeinschaften finden, kleine Gemeinschaften, die eben genau zusammenpassen. Nicht nur vom Geistigen her, das ist ja das Wichtige, sondern auch vom Handwerklichen. Und das ist nämlich auch wichtig, dass wir dann ins Handeln kommen. Und das ist die Botschaft, die ich heute in die Welt bringen will, heute am 22. Februar 2022, gerade auch zu der Zeit, wo wir unsere Jahresplanung machen, sowohl im Innen wie im Außen. Und zu dieser Jahresplanung sollte jetzt dieses Aufräumen gehören. Und wir hier am Mörlihof tragen hier gerne unseren Teil dazu bei, einerseits über die Lebensmittel und zum anderen eben auch diese Herzensschulung, so dass das Realität und Alltag wird, was wir kennen. Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Und dann, wenn wir das auf das Herzensfundament stellen, unser Leben, dann lassen wir die Dinge, die aus dem Herzen kommen, in den Kopf kommen und mit dem Kopf strukturieren wir das, was wir aus dem Herzen heraufholen und setzen es dann mit unseren Händen und mit unseren Füßen in den Alltag um. Eben auch im Handwerklichen, und das ist das Wichtige. Und so werden sich die Gemeinschaften zusammenfinden, die dann auch halten, die eine feste Gemeinschaft sind. Und die kleinste Einheit, die kleinste soziale Einheit ist die Familie. Und wir erleben ja heute wieder einen Großangriff, momentan läuft, auf diese kleinste soziale Einheit mit dem sogenannten, nein, ich spreche es jetzt nicht aus, ich habe jetzt alles schön aufgebaut und möchte jetzt nicht irgendein Wort hereinnehmen, das das Ganze wieder zunichte macht. Und ganz interessant ist, dass ich zu diesem Thema wieder so ein altes Buch ausgegraben habe. Ihr seht, das ist abgegriffen, es ist gebraucht, es ist aus dem Jahr 1981 geschrieben von Anton Kimpfler. Und Anton Kimpfler, ich schätze ihn sehr, er ist ein Praktiker, er ist nicht ein Theoretiker. Und da drin sind eben gewisse Dinge beschrieben, die Voraussetzungen darstellen für eine echte Gemeinschaftsbildung und eben worin auch beschrieben ist, dass einerseits diese Aufbruchsstimmung ja schon da ist, aber es auch dramatische Übergänge gibt. Eben auch, indem wir uns mit uns selber beschäftigen und uns auseinandersetzen. Und das Spannende, was ich jetzt heute erlebe, ist, wer da ernsthaft dran geht, an diese Transformationsarbeit, die Aussöhnung mit den Ahnenreihen, wo auch die Kraft dann der Ahnen dazukommt, für die Gemeinschaftsbildung. Und diese Ahnen haben ja Gemeinschaft schon erlebt. Wir greifen dann auch auf Erlebtes zurück und können das neu greifen, bewusst greifen und können daraus neue Gemeinschaften entwickeln. Ja, und zu diesen Transformationsarbeiten, zu der Herzensschulung und so weiter, lade ich euch ganz herzlich ein für eine neue Welt, bewusst gestaltet. Ich sage immer wieder, wir sind unbewusst aus dem Paradies rausgeflogen und wir kehren bewusst wieder zurück. Bewusst werden und ins Handeln kommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag heute und viele Erkenntnisse und eine gute Zeit. Euer Hubert Mörle.